So, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Kriegerdeck und denkt bitte immer dran, mit Hilfe des Buttons unten links könnt ihr Freunde eurer Freundesliste hinzufügen. Sehr schön. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ihr seht, wir haben noch nichts am Deck direkt geändert. Ich bin am Überlegen, was man noch ein bisschen austauschen könnte. Aber es läuft eigentlich bisher ganz, ganz flüssig. Das heißt, wir haben schöne Antworten. Wir fallen zwar ein bisschen stark. Was die Rapidzahlen angeht. Garrosh. Aber jetzt haben wir eine schöne Runde gegen Krieger. Ich werde euch vernichten. Bringt uns als Antwort was? Bringt uns nicht direkt was. Ein Yeti ist immer sehr, sehr schön. Am Wirbelwind lassen wir mal weg. So, schauen wir mal rein. Das ist auch nicht schlecht. Dann kann man, wenn er jetzt irgendwas entsprechend hat, könnte man darauf reagieren. Wir warten aber noch, was er jetzt macht. Ah, und die haben wir sie jetzt doch bekommen. Okay. Ja, je nachdem wie es aussieht. Ist nichts auf dem Feld, kann man halt einen Icewind Yeti spielen in Runde 4. Ich frage mich. Oder ansonsten. Okay. Das ist wieder so ein Ewigwarter. Wir machen nicht in der Runde. Wir warten einfach mal ab, was er entsprechend spielt. Vielleicht können wir in Runde 3 dann schon unseren Yeti spielen. So, und von ihm kommt Amnesia, hatte ich glaube ich schon mal als Gegner. Ich frage mich, ob. Ich glaube, da habe ich sogar meine Witze drüber gemacht, dass er so. Klar machen zum Entern! Okay, eine absolut verschwendete Karte. In dem Fall. Die zwei Schaden machen uns nicht großartig was aus. Nehme ich die einfach mal in Kauf. Meine Klinge ist durstig. Okay, aber der. Da war es jetzt gut, dass wir gewartet haben. Wir werden die Runde 3 jetzt auch nicht entsprechen, sondern nehmen den Schaden jetzt einfach an. Look da, Ogre! Weg. So, es steht 28. Sollen wir noch eine Karte ziehen? Wäre blöd. Sollen wir uns noch ein bisschen weiter? Nein. Sieht noch gut aus. Blut und Beute! Okay, er spielt einen Dreierplank. Ich überlege, sie zu spielen in Kombination mit der Waffe hier. Ja. Oh. Ja, aber wäre in dem Fall echt. Nein, bin ich blöd. Mischt. Na gut, dann müssen wir das jetzt doch machen. Das gibt Flecken. Ja. Ja, man sollte nicht so früh am Morgen spielen. Eindeutig. So, nächste Runde. Mal schauen, er braucht sich hoch. Spielt er noch einen Dreier? Nein, er spielt keinen mehr. Und dann können wir jetzt hier mal wenigstens ein bisschen aufräumen. Wir spielen unseren Gegner. Ist eigentlich normalerweise zu stark für so einen 2-1er. Also da hätte ich auch durchaus was anderes. Ich hätte einen Wirbelwind oder was ähnliches spielen können. Ja, müsste aber trotzdem gut klappen. So, noch nächste Runde können wir Arkanitschnitzer zusammen mit ihm spielen. Und was droppt er? Okay, er möchte offenbar auch oben ein bisschen aufräumen.
Gut, dann coinen wir raus. Wir spielen sie. Wir spielen unseren Arcanist-Schnitzel. Und wir spielen unsere. Klar machen zum Enter! Weil, wenn er sie jetzt annimmt, dann kriegt er halt wunderschöne 7 Schaden rein. Und das möchte ich ihm eigentlich schon anbieten. Look da, Ogre! Und das ist natürlich für ihn jetzt eine Kombination, die müsste er eigentlich annehmen. Weil er sieht, seine Waffe macht 3 Schaden, sie hat 3 Leben. Das sollte eigentlich ein schönes. Ja, wie soll ich sagen, das sollte eigentlich ein schönes. Was jetzt? Schönes Primärziel sein. Er bufft sich hoch. Und spielt dann auch so. Und wir haben das halt eben fast seine gesamte. So, wir bekommen noch unsere zweite, das ist schön. Wir haben direkt aufgenommen. Lass dich im Herzen. So. Er wird auf den Kartenzieher gehen. Denke ich. Schauen wir entsprechend. Einmal komplett. Ja, auch einmal. Ich frage mich, ob. Ja, das fragen wir uns alle. Und er geht auf meinen Kappenzieher. Sehr schön. Und wir bekommen einen schönen Drachen. Okay, 24 zu 20. Die Karte war jetzt auch sehr. Ja. Ich weiß nicht, was ich da davon halten soll. Look down, Ogre! Sie lassen wir mal noch weg. Und backen uns erstmal hoch. Bin ich gespannt, was von ihm kommt. Wir haben schon Runde 9. Das heißt, wir können jetzt sehr schöne Kombinationen auch mit dem Manipulator, wenn er jetzt irgendwas riesengroß ekliges spielt. Was jetzt? Können wir ihn reinhauen und eventuell dann in 2 Runden oder in eine Runde später, wenn es nicht jetzt direkt diese Runde ist, können wir die auf einmal weghauen. So, was kommt von ihm, außer nichts? Ein Arcanid-Schnitzer. Gut. Er hätte ihn wegnehmen können. Er macht das aber offenbar nicht. Und wir bekommen unseren wunderschönen Kane Bluthoof. Nehmen wir rein, das ist schön. Garrosh, ihr seid kein angemessener Anführer der Horde. Einmal hier. Einmal hier. Und wir backen. So. Wunderbares Angriffsziel für seinen Fünfer. Wird er jetzt wahrscheinlich auch nehmen und die 4 Schaden? Oder was macht er? Aber seine Kinderwaffe ist damit natürlich auch ein Anstieg. So. Wir bekommen nochmal 4 Schaden rein. Das soll mal recht sein. Soll ich ihn mir nehmen? Er hat eigentlich nicht arg viel. Da ist nicht viel dran. Oder spielen wir unseren Schnitzer? Nein, ich spiele. Was jetzt? Meine Klinge ist durstig. Nochmal.
dann buffen wir uns noch. Dadurch wird Ogre jetzt gebufft. Und wir können jetzt nachher vielleicht dann sogar eine Kombination aus dem Manipulator spielen. Das wäre natürlich sehr, sehr witzig. Na, schauen wir mal. Hat er seine zweite Woche eigentlich schon kaputt gemacht? Ich weiß es nicht. Aber sind beide sehr, sehr zurückhaltend im Karten 10, stelle ich fest. Wir haben beide noch 14 Karten, wir sind in Runde 10. Es sollte jetzt eigentlich irgendwas kommen, aber ich probiere natürlich trotzdem langsam runter zum Spielen. Er macht diesen Schubstock drauf, steht 17 zu 21. Und hat natürlich... Blutschrei ist natürlich die stärkste Waffe überhaupt, was das Ganze angeht. Bringt mir nichts. Ja, wir müssen die 6 Schaden soweit aushalten. Aber ich würde sie trotzdem... Versucht es hier mit! Und dann schauen wir, geht er auf uns oder geht er auf unseren Diener? So ein Duselbauer, er hat Blutschrei. Greift an! Okay. Eine kleine Karte. Und er geht auf uns. So, ein Akolyt haben wir. Praktisch. Die ist klein, deswegen spielen wir die Kombination. Lass die Schmerzen sprechen. Und vor allem, sie macht hier immer 2 Schaden. So. Jetzt kann er sich's aussuchen. Er wird mit Blutschrei wird er wahrscheinlich hier auf den Akolyten gehen, Zauberbrecher gehen. Ja, er markiert sich auch schon mal. Ich frage mich ob. Oder soll er es andersrum spielen? Also ich nehme an, Blutschrei auf hier und sie auf ihn. Ja. Aber lassen wir uns überraschen. Ja. Zurück an die Arbeit! Sehr schön. Mein Schild habe Argus! Absolut schöne Kombination, den wir uns jetzt natürlich gnadenlos schnappen. Wen sollen wir uns kopieren? Ich würde sagen, ihn hauen wir weg, ihn schnappen ich wir. Ich frage mich ob. Wie viel hatten seine Waffe noch? 4. Wir haben sie weg. Den behalten wir uns noch. Und hauen uns hier noch einen schönen Grund rein. Das war's. Den wir auch buffen können. So, und wenn er beide jetzt nicht wegkriegt, dann haben wir in der nächsten Runde sogar gewonnen. Wenn ich das richtig sehe. Gibt's 2 Bananen? Zurück an die Arbeit! Okay.
scheint uns wirklich den Sieg zu geben. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir es uns mal durchrechnen. Wir brauchen 7 Schaden. 2-mal pro Wirbelwind, das reicht. Das heißt, wir müssen nur noch ihn wegkriegen. Gut gespielt. Und das machen wir jetzt auch. Erst mal einen Angriff. Noch da, Ogre! Und nehmen ihn weg. Dann buffen wir ihn dann. Dann kommt einmal Wurzeln. Zack, sind die 7. Noch einmal. Und wir haben dann. Ja. Die Bautigkeit eben nicht zu beachten. Wenn man ihn gut einsetzt, und das kann man als Krieger halt eben schön oder als Magier, dann ist er sehr, 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 sehr stark. Und es macht da sehr, sehr viel Spaß mit ihm zum Arbeiten, was das angeht. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein paar kleinere Anregungen gegeben. Der arme Amnesia oder die arme Amnesia wird wahrscheinlich jetzt betrübt sein, schon wieder verloren zu haben. Naja, wird sich wahrscheinlich eh nicht mehr an uns erinnern. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Schreibt bitte in eure unten in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder was man noch dran verbessern könnte. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Bis dann, ciao.